Ja, moin moin, herzlich willkommen. Hier ist er wieder, euer Rumpel. Heute mit einem weiteren Server-Tutorial zu Asa. Und ja, wir hatten euch gestern ja das AMP vorgestellt von KubeCoders. Ja, ich sag mal, das sprengt natürlich alle Ketten und bringt natürlich alles mit. Aber es gibt auch andere schöne nützliche Tools, wie zum Beispiel hier das Asa Quick Server Tool, das wir euch nicht enthalten wollen. Ja, wir haben uns das von der netten Community vom Discord direkt runtergeladen. Ich wurde gestern Abend fündig, möchte euch das auch nicht vorenthalten und stelle euch das ganz einfach mal vor. Wir haben die Installation schon mal vorbereitet. Das Ganze ladet ihr runter, bekommt einen kleinen Installationstext dabei. Und ich muss sagen, ich habe noch keine Server gestartet. Ich gehe da mit euch mal durch, blamier mich jetzt auch mal und so weiter. So, als erstes geht ihr hin, entpackt das schöne Tool. Und ja, dann werdet ihr aufgefordert, wenn ihr den Asa Quick Server Exe startet, dass ihr euch eine Runtime runterladet. Ist natürlich sehr gut, aktuelle Runtime mit drauf. Wunderprächtig, tun wir auch. So, dann habt ihr das gemacht, fragt euch das Programm gleich, möchtet ihr SteamCMD installieren, und dann macht ihr das auch. So, wir haben natürlich uns entschieden, das alles in eine Schublade reinzupacken, und dann wird natürlich auch schon alles runtergeladen und vorbereitet. Ja, Probleme gibt es teilweise dazu, aber das machen viele Tools momentan, die reißen dann zwischendurch mal kurz die Verbindung vom Windows-Server weg. Keine Angst, passiert nichts. In der Regel eure Game-Server und so weiter laufen auch im Hintergrund weiter. Es wird euch nur mal kurz die Remote-Desktop-Verbindung unterbrochen. Gut, das ist jetzt nicht schlimm. Das habe ich jetzt bei den ganzen Server, jetzt nicht auf der Front oder aufs Asa-Server sind, des Öfteren erlebt. Und naja, das kennt man halt. So gut, wie gesagt, getan. Ganz einfach, wie gesagt, hier die Exe ausgeführt. Das Runtime, die Runtime-Version runtergeladen. Ja, da braucht man aber nur klicken, Download, installieren, fertig. Danach nochmal wieder starten. Das Tool fragt gleich, wo darf ich SteamCMD hinsetzen? Und macht alles automatisiert bis jetzt. So, dann sind wir natürlich da auch angekommen, haben das nette kleine Tool hier vor uns. Und dann gucken wir uns das Ganze mal zusammen an. Gut, wir sehen hier, die Map ist Violence WP. Das ist schon mal gut. Den Server nennen wir jetzt ganz einfach mal Rumpel. War Rumpel klein, ich mag nicht Rumpel groß. Rumpel. So, nenne ich den mal Rumpel 1.2 zum Beispiel. Admin-Passwort vergebe ich jetzt mal 1.2.3.4.5.6. Server-Passwort lassen wir. Die Mods machen wir. Wollen wir schon Mods reinmachen? Aber eigentlich nicht. So, da die Ports hier belegt sind, gebe ich den mal den Port 7790 und den Query Port machen wir dann halt mal auf 2717, weil der auch belegt ist. Ja, die Spieler sagen wir 70 und wir sagen ganz einfach, wir möchten Battle Isle offen haben. So, da kann man hier global Modifier XP, können wir hier zum Beispiel was reinschreiben. Sagen wir mal 1, Harvest 1, 1, 1. Machen wir mal alles auf 1. So, PvE Server soll es sein. Ja, die anderen Sachen können wir mal so lassen. Und ja, sind kleine Einstellungen. So, jetzt würde ich sagen, safen wir erstmal die Konfiguration. Ja, so, dann gucken wir mal Stats hier. Können wir auch noch, ach guck, das ist ja auch schon ganz schön. Ja, da sind so eigentlich die wichtigsten Sachen drin, wie Food, ne? Oxygen und ja, das ist doch mal hier für Dinos, für Player schon mal sehr schön gemacht. So, und dann würde ich sagen, updaten wir den Server mal einfach. Ich hoffe mal, wir bekommen jetzt nicht wieder eine Unterbrechung, aber das werden wir ja gleich sehen. Sieht wahrscheinlich so aus. Was dann gleich mich hier mal wieder kappt. Wollen wir nicht hoffen. Na, ich weiß auch nicht, woran das momentan liegt, dass die Server dann gekappt werden, aber naja, wir werden es sehen. So, dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal an gleich nach dem Update. Ja, wir wollen ja auch up to date sein. Den Server hat er nämlich vorher schon mit runtergeladen. Dann können wir natürlich hier nochmal die Server-Einstellung, die wir hier gemacht haben im Tool, können wir dann auch nochmal nachstellen manuell. So, dann haben wir unsere Game-Ini. Ja, die können wir auch nochmal kontrollieren, nachschauen und so weiter. Ja, sieht alles gut aus, würde ich sagen, erstmal. Und ja, die Konfiguration haben wir jetzt gesaved. Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch über, den Server zu starten. So, und dann würde ich sagen, starten wir den Server mal. Das sieht schon mal sehr gut aus.
Battle-Eye ist auch mit drin. Der Server heißt Rumpel 12. Jetzt müssten wir gleich dann unsere CPU-Kerne gezeigt bekommen. Und dann, dass wir verbindet sind. Oder verbunden sind, Entschuldigung. Ja, ist noch früh am Morgen, 10 nach 7 hier gerade. So, der Server ist da. Jetzt werde ich mal ein bisschen im Hintergrund die Musik Lautstärke leiser machen. Weil sonst fallt ihr mir gleich hier vom Hocker. Oder im Video merkt man es. Das wollen wir nämlich nicht. Ja, wie gesagt, der Server ist hochgefahren. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den Server dann auch finden. So, mal mein Kuddelmuddel hier auf uns. Desktop ist das nicht gerade so schön. So, hier haben wir Ark und dann sagen wir spielen. Ich müsste Battle-Eye habe ich drin, weil wir haben gestern jetzt auch die Server eingestellt, Battle-Eye und Mods. Das verträgt sich mittlerweile ganz gut. Und ja, wollen wir mal gucken, ob wir den Server nun finden. So, starten wir das Ganze durch und warten dann eine Runde. Wie gesagt, wenn der Server nicht ganz schnell, nicht ganz so weit da ist, ja, dann ist das auch nicht ein Beinbruch. Es dauert manchmal ein wenig, ja. So, jetzt haben wir die neue Version. Oh, viele haben noch gar nicht abgedatet. Da ist schon wieder eine gekommen heute Nacht. Das darf ich gleich auch nochmal wieder updaten, wie ich sehe. Muss ich mal einmal kurz gucken schon mal. Ich bin ja auch neugierig. Haben wir die neue? Nein, wir haben die neue drauf. Wunderbar. Hat alles heute Morgen automatisiert geklappt. Spitze, schön. Okay, jetzt hatte ich gesagt, wir gucken jetzt nach den Rumpel-Server. Rumpel, Leerzeichen 1-2 Server. Aktualisieren. Und ihr seht, der Server ist da. So, jetzt können wir auch mal eben drauf joinen. Beitreten. Gut. Und siehe da, wir kommen auf den Server. Ich kann das Ganze hier auch mal drüber schieben. Hier seht ihr da, der Rumpel ist gerade gejoint. Also, das Tool funktioniert, macht keine Faxen und ja, ich muss sagen, spitze. Oh, haben wir das Body hier geändert? Naja gut, ist ja egal. So, dann machen wir das auch mal, den Charakter, wie der Server heißt, Rumpel 1-2. Und dann sagen wir mal Create und wir spawnen in der einfachen Zone. Und ja, dann gehen wir noch mal ins Spiel. Ja, ja, vom Aufbau her geht es auch. Ja, wunderbar. So, und ihr seht, na gut, der fährt auch noch ein bisschen auf. Oh, das war jetzt gerade auch nicht so schön. Ah gut, er spielt sich erstmal ein. 80 FPS, 90 FPS, 100. Ja, gut, das haben wir am Anfang, haben wir das. Und da ist schon dicker Fisch im Wasser. Jawohl. Auf jeden Fall seht ihr es gerade, es funktioniert sehr gut. Wo ich momentan merke, was nicht sehr gut läuft, ist nämlich das neue Nvidia-Treiber. Der verhält sich wie, naja, wollen wir nicht drüber reden. Und ja, aber ihr seht, der Server funktioniert. Ja. Treibersache ist nicht mein Problem, müsst ihr euch drum kümmern. Server funktioniert, ich habe jetzt hier gerade meine ja, 110 FPS, aber ja, die Ruckler-Zuckler gefallen mir gerade auch nicht. Der Server geht aus, wie ich sehe, mit einem, gucken wir nochmal, 5er Ping. Ja, und ich sehe es auch hier in der Konsole bei mir auf dem Server, ja, 4er, 5er Ping, was will man mehr? Ja, gut, aber es sind manchmal auch Ecken, wo man spawnt und joint, das ist manchmal katastrophal. Auf jeden Fall muss ich sagen, beenden wir das Ganze hier nochmal. Und zum Abschluss gesagt, ein nettes kleines Tool. Ja, ich bedanke mich erstmal bei den Erstellern dieses Tools und muss sagen, es ist alles drin, was ihr braucht. Ja, und ja, feine Arbeit. Gut, der Beende-Button fehlt, aber dafür haben wir ja das X hier oben. Ja, wir gehen noch mal einmal durch. Core Settings, ja, ist genug da. Server einstellen, ist genug da. Im Endeffekt braucht ihr nichts zu machen, großartig. Ihr ändert nur die Ports oder sagt einfach, ihr lasst die Ports bestehen, die vorher drin sind. Gebt euren Namen ein, euer Passwort, eure Mods bitte per Komma. Macht eure Voreinstellungen,
Könnt auch nochmal nacharbeiten. Vergesst das Safen nachher erstellen nicht und dann nacharbeiten. Vorm Start einmal Update drücken, würde ich sagen. Habt ihr das passende Update auch, weil ihr wollt ja auch danach in Ruhe spielen. Und ganz ehrlich, Server starten, 5 Minuten warten, der Server ist da. Was wollt ihr mehr? Das umsonst. Ganz tolle Arbeit an das Quick-Server-Team. Und ich muss sagen, macht weiter so. Ich bedanke mich. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Lasst mal einen Daumen da oder einen kleinen Kaffee für mich, eine kleine Spende für unsere Community, damit wir auch in Zukunft weiter noch Videos machen können oder auch mal woanders rein investieren können in Leute, die so tolle Tools bauen, weil ich selber mache es momentan nicht mehr. Ich bearbeite sie höchstens noch und suche mal Fehler raus, aber die Arbeit machen andere viel besser als ich. Ich wäre zu alt für den Punkt, Punkt, Punkt und stelle euch gerne die Tools vor. Bin immer noch am ersten Tag hier dabei, wenn die Server kommen und nicht funktionieren, für euch eine schnelle Möglichkeit zu finden, dass ihr auch schnell das Spiel spielen könnt. Dafür gebe ich mir Mühe hier im deutschen Bereich und ja, ich wünsche euch, wie gesagt, alles Gute. Viel Spaß mit diesem kleinen, netten Tool. Macht euch keine Sorge, wenn es euch einmal kurz den Server runter zerreißt oder ehrlich gesagt die Verbindung trennt. Das ist alles nicht schlimm. Der Server läuft trotzdem im Hintergrund. Nach dem Install habt ihr wieder eine Verbindung zum Desktop. Das kann passieren. Ist nicht bei jedem Server der Fall. Bei mir passiert es auch ab und an mal. Aber das ist ganz normal. So, ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal jetzt und sage einfach ciao, ciao, bye, bye. Viel Spaß mit diesem Tool und mit Asa Online. Vielleicht sehen wir uns im Kampf. Gruß, euer Rumpel.